Das ist jetzt ein Auto, das, ja, ich würde jetzt mehr Gold sagen. Kalum, kalum. Hier sind wir an ein weiteres E-Auto, wieder mal den Porsche Taycan, in dem Fall den Turbo S. Warum das mein E-Auto Turbo nennt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es nur der Fall, dass man die alte Kundschaft ein bisschen in dem alten Fahrwasser hält, dass man weiß, mit was man es hier zu tun hat. Ich bin ein bisschen unterbelichtet, sehe ich gerade, aber das ist ja nichts Neues bei mir. Auch hier sieht man wieder enormer großer Andrang an einem E-Auto. Hätte man vor 2 Jahren hier auf der IAA gar nicht erwartet, Gott sei Dank. Wir haben einen enormen Zustrom und Zuspruch an dem Auto. Es ist fast kein Hinkommen. Ich versuche trotzdem ein paar Bilder innen zu machen. Hier sieht man den Hyundai, ich weiß gar nicht, wie er heißt, 45 steht drauf. Das ist ein Konzept-Car. Und das Auto soll ja eine ganz spezielle Innenausstattung haben und da werde ich jetzt mal eine Runde mitfahren, also virtuell wenigstens. Moment. Und zwar mit dem da hinter mir. Sieht aus wie von Star Trek Raumschiff Enterprise, das Shuttle. Und wie das dann funktioniert, das seht ihr jetzt dann gleich. Having a car is freedom, but I feel like sometimes not having a car is also freedom. Well, that's what I'm saying. Okay, that's what I'm saying. They love to customize it. Hier sieht man einen weiteren chinesischen Hersteller, die Firma Wei oder Wei, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich sehe es heute das erste Mal, kenne mich da nicht so aus, aber man muss sagen, was da geboten wird, das erinnert mich irgendwie an die 70er Jahre, als die Japaner damals gekommen sind und die deutsche Automobilindustrie hat über die Japaner gelacht, weil sie gesagt haben, ah, die können nichts, keine Qualität, keine Sicherheit. Und das Gleiche machen sie jetzt eben heute mit den Chinesen, aber ich glaube, die werden sich noch ganz warm anziehen müssen. Weil das, was die Firmen da bieten oder präsentieren, Byton zum Beispiel, schade, dass man nicht rein kann, das zeigt schon, dass die auf einem sehr guten Weg sind. Warum sind sie auf einem sehr guten Weg? Weil sie Know-how aus der etablierten Mobilindustrie holen, also ziemlich viel Fachleute und Experten aus Deutschland. Und man sieht, dass das Früchte trägt. Also lackieren können sie schon mal. Das ist eine der schönsten Lackqualitäten, die ich bis jetzt gesehen habe. Da ist überhaupt keine Orangenhaut, nichts drauf. Das ist poliert. Wie ein Spiegel schaut das aus. Wunderschön. Und das ist jetzt was für die
Spaltmaß-Fetischisten. Finde ich wirklich einwandfrei. Ich habe jetzt mal gefragt, das wird Wei ausgesprochen. Wei ist der Name vom Gründer. Ich weiß ja, vielleicht sieht man das Video mal in 10 Jahren oder 100 Jahren oder so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Chinesen uns richtig in den Arsch treten werden. Ja. Ich glaube, die kommen irgendwann mal so groß, die werden einen nach dem anderen deutsche Firma kaufen und werden sie etablieren überall. Weil das, was ich da sehe, das flasht mich komplett weg. Obwohl es nur in Anführungszeichen Hybriden sind, das flasht mich total weg. Jetzt habe ich noch was ganz Interessantes für alle Autofahrer. Die Zukunft. Die Zukunft im Felgenbau. Und zwar diese Felge von Ronal aus Aluminium, man hört es ganz normal, hat 5 Kilo, also kann ich ganz gut heben. Und das Schöne ist, das Teil kommt aus einem 3D-Drucker. Und zwar aus einem Aluminium-3D-Drucker. Und ist zwar ein Prototyp, hat aber eine STVZO-Zulassung. Also das darf im Endeffekt, wenn das Ding angemeldet wird, in Deutschland gefahren werden. Rein technisch geht's. Muss man bloß noch im Endeffekt den Antrag stellen und dann wird das Ding oder könnte das Ding auf die Straße gehen, 1:1. Und die wollten zeigen, dass fast 50 Jahre Firmengeschichte da ist, weil man sieht es hier. Diese Felge war eine der ersten Felgen, die sie gebaut haben für den OEM-Bereich. Und zwar 1970 auf einen wunderschönen Ford Capri. Hat jetzt nichts mit E zu tun, aber sowas muss einfach einmal gezeigt werden. Das ist A, es ist ein Traumauto und B natürlich, mit sowas bin ich groß geworden. Wunderschön. Wunderschön. Die alten Lichter hinten noch dran. Das war's. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich wollte eigentlich viel mehr filmen, aber es war so viel los, dass ich leider nicht so viel gekommen bin. Die ganzen Informationen von den Autos verknüpfe ich unten einfach auf die Herstellerseiten. Es ist leichter. Bevor ich irgendwas Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Das habe ich gelernt in meinen 2 Jahren. YouTube. Mir selber hat es gefallen. Ich war sehr überrascht und auch, jetzt habe ich gerade eine Mitarbeiterin von VW, ich bin ja noch bei Volkswagen, habe ich interviewt mehr oder weniger und habe gesagt, Mensch, ich bin ja sehr überrascht, wie viele Leute sich die E-Autos anschauen und sie haben selber gesagt, intern hätten sie das auch nicht gedacht, dass das wirklich so viele sind und die man auch sehr, sehr überrascht. Man sieht hier immer noch, es ist ein bisschen weniger los, Gott sei Dank, aber es ist immer noch sehr, sehr gut besucht hier bei der E-Mobilität. Ganz ehrlich, bei den Verbrennern unten sehe ich nicht so viele Kunden. Es ist noch Fachpublikum, vielleicht macht das was aus. Wir werden es dann am Samstag sehen, wenn die Normalos auch zur IAA dürfen und sich das anschauen. Mich persönlich hat die E-Mobilität auf der IAA mehr als begeistert. Sie war gut präsentiert. Endlich auch mal Fahrzeuge, die demnächst kommen, nicht in 2, 3, 4, 5 oder noch länger Jahren, sondern im Endeffekt dieses Jahr und spätestens nächstes Jahr. Macht unglaublich viel richtig. Nicht alle machen alles richtig, aber sehr viel. Und deswegen denke ich, dass die IAA 2019, ja, ich denke nicht, ich hoffe, dass die IAA 2019 den richtigen Weg einschlägt. Weil vor ein paar Jahren hatten wir schon ein paar E's gesehen, die halt ja alle eingeschlafen sind. Es waren ja nur Studien und fast nichts gekommen. Dieses Mal ist es wirklich so, dass diese Teile gekauft werden können demnächst. Der ID3, das war für mich jetzt eigentlich ja schon ein hervorragendes Auto. Also so massenmarkttauglich weiß ich nicht, ob es wird. Ich sehe dann eher den E-Up oder den Skoda oder den Seat als massentauglich.
weil man mit dem Auto auch fast 300 Kilometer kommt und halt 10.000 oder 15.000 Euro günstiger wird. Ich habe jetzt schon die Vollausstattung hier gesehen und da wird man schätzungsweise so um die 50.000 wahrscheinlich rechnen müssen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Preis, das kostet kein Golf. Ja, also man muss schon die Kirche im Dorf lassen und sagen, E-Mobilität ja, nicht zu jedem Preis. Ich verstehe das, wenn einer sagt, mir ist das zu teuer, weil ich einfach kein voll ausgestattetes mit extrem viel Leistung fahrendes Auto will. Mir reicht ein normales, kleines Auto, ob das Up ist, ob das Polo ist und so weiter. Und es wird auch jetzt immer mehr kommen, immer mehr für den normalen Fahrbetrieb, für den normalen Auto-User. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage jetzt nicht, lasst einen Daumen da oder ein Abo, das sagt jeder, das will ich nicht. Wenn es euch gefallen hat, ist okay, dann nickt und trinkt gemütlich noch ein Seidel oder einen Kaffee. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schaltet einfach ab. Nee, nicht abschalten.